Dieses Thema bewegt viele, das Thema Straßenbaubeiträge. Baden-Württemberg, Berlin und Hamburg haben sie abgeschafft, schreibt Regine Gärtner aus Neumünster. Warum suchen Sie immer nur Gründe gegen statt eine Lösung für die Abschaffung? Wie sieht es mit Ihnen aus, Herr Günther Albig? Wie geht es weiter mit den Straßenbaubeiträgen? Ja, wir wollen die Pflicht, die Herr Albig eingeführt hat, abschaffen in Schleswig-Holstein. Der Albig zwingt ja die Kommunen, Straßenausbaubeiträge in Schleswig-Holstein zu erheben. Wir halten das für falsch. Wir haben Vertrauen in unsere Kommunen, dass sie damit verantwortungsvoll umgehen können. Und ich muss schon sagen, in einem Land, wo Herr Albig von Gerechtigkeit redet und wir Straßenausbaubeiträge haben, dass Menschen, die Dame kommt ja aus Neumünster, dort auch Rechnungen ins Haus pflastern bei einer Rentnerin, die in Höhe von 15.000, 20.000 Euro, teilweise 50.000, 60.000 Euro, mal kurz als Gebührenbescheid. Ich finde, das ist nicht zumutbar. Davon müssen wir weggehen und deswegen werden wir die Pflicht zur Erhebung abschaffen, wenn wir in Regierungsverantwortung kommen. Das bringt viele Häuslebauer wirklich in Bedrängnis, Herr Albig. Das ist ein Problem, das wir über die ganze Geschichte immer schon haben. Straßenausbaubeiträge sind nicht gestern erfunden worden, sondern sie gibt es immer schon. Und zu Beginn der Legislaturperiode sind wir von den Kommunen gebeten worden. Wir zwingen sie nicht, sondern wir sind gebeten worden, damit aufzuhören, dass manche Kommunen, denen es besser geht, davon nicht Gebrauch machen und manche und es vom Steuerzahler zahlen lassen und manche über Straßenausbaubeiträge das machen müssen, sondern die Kommunen haben uns gebeten, macht bitte eine Regel, dass für alle verbindlich gilt, dass sie alle Straßenbaubeiträge nehmen. Das haben wir auf den Weg gebracht. Sollten die Kommunen, das haben wir Ihnen auch gesagt, gemeinschaftlich der Auffassung sein, sie möchten wieder die Wahlfreiheit haben, dann werden wir das in der nächsten Legislatur ändern. Aber im Augenblick kennen wir keinen entsprechenden Vorschlag. Das, was wir jetzt haben, war der explizite Wunsch der Kommunen und mitnichten nur des Sozialismus in Schleswig-Holstein, sondern ganz vieler konservativ geführter Kommunen. Ich kann es gut verstehen, denn eins müssen wir immer wissen. Es bezahlt immer einer den Ausbau der Straße, entweder alle in der Gemeinde, nämlich die Steuerzahler, oder die, die genau an der Straße wohnen. Und es spricht eine ganze Menge dafür, dass die, die am meisten davon haben, auch etwas mehr bezahlen. Zur Sache.